Herzlich willkommen zu einer neuen The Forest-Folge. Hallo. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr, ich muss essen und trinken. Ich muss auch was essen. Oh, das gehört mir, das Essen. Wir haben kein Essen. Oh, fuck. Okay, wir müssen. Guck, das sage ich doch. Das war mal ein bisschen. Ja. Unachtsam, ja. Ja, aber jetzt haben wir uns zu sehr aufs Bauen konzentriert, jetzt müssen wir wieder ein bisschen survivalen. Verdammte Scheiße, Alter. Ja gut, warte, vielleicht habe ich was im Inventar. Nee, ich habe noch ein kleines Ja, ich habe auch Fleischstückchen. noch ein kleines, das kann ich dir draufhauen. Schmeiße ich dir drauf, ne? Ich bin voll mit Magen. Dankeschön. Schön, immer wieder gern. Ja, der Skull und ich haben uns jetzt eigentlich entschieden. Das Hausboot, das war ja mal voll für den Arsch. Gut, das haben wir jetzt gebaut, jetzt ist es da, ne? Ja, aber wir werden es halt jetzt ja nicht richtig hernehmen. Ja, Zumindest nicht auf See. apropos Hausboot, wo ist das? Hast du schon wieder verkackt? Das Hausboot ist weggetrieben. Nein, nicht dein Ernst. Doch, das ist hinten bei der Insel. Ernsthaft? Ja, Mann. Ich sehe es nicht Da mal. hinten, da die richtige Insel, siehst du das nicht? Da in diese Insel, die kleine, wo wir vorher drauf standen. Da hinten, da. Ach so, ach du Scheiße, es ist weit weg. Ach du Heil, magst du es wiederholen oder was wollen wir denn mitmachen? Ja, lass es doch einfach. Ich meine. Ah. Keine Ahnung. Ja. Hier, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt da so ein schönes Dock und richtig schön groß mit einem Haus drauf oder so. Also so ein kleines, größeres Haus überdacht und so, wo wir schön ein Lagerfeuer reinbauen können. Weißt du? Ja. Es ist immer noch, irgendwie ist es viel zu ruhig. Ich glaube echt, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja, ich Wieso habe können wir eigentlich wieder nicht leichter. schlafen? Immer wenn es dunkel wird, können wir nicht schlafen. Was ist denn das für ein Witz eigentlich? Irgendwie. Na gut, dann müssen wir jetzt irgendwie da die Nacht überstehen. Nee, wir könnten da die. Ja gut, aber darüber fahren ist auch scheiße, ne? Weil wir sehen ja Ja, kaum was ich beim weiß Bauen. halt es nicht. Magst du jetzt echt so. Wie groß magst du es denn jetzt machen? Ich hab das Willst du schon dann draußen, ordentlich. sag ich mal, irgendwelche Vorräte bunkern oder Ja, sowas? ich würde Oder? draußen, doch, ich würde draußen gerne Also falls wir uns hier mal sowas wie irgendwie überrennen hier. sollten, oder? Ja, genau, falls sie hier durch die Mauer kommen und wir dann hier sind und wir merken schon, dass es die fetten Viecher sind, ne? Wenn die Mauer Ja. down kriegen, werden sie das kleine Ding da auch down kriegen, ne? Damit wir Ah. hier uns auf Los haben, dass wir ganz kurz geschützt sind, damit wir auf das Los können und wegfahren können, weißt du? Das wäre vielleicht echt nicht Und schlecht, dass wir ja. dann raus könnten, falls ist, ne? Aber Und dann ich weiß dort nicht. weiter überleben könnten, weißt du? So mit Essen, Ja. Trinken, dass da alles ist, weißt du? Ja. Lagerfeuer. Ja, gut. Okay, da haben wir jetzt wirklich ein großes Projekt dann vor uns. Das ist ja wieder ein zweites, ja. Zweites Heim. Ja, das meine ich ja jetzt. Aber wir sollten jetzt erstmal vielleicht unsere jetzigen, Alter, hast du die Nahrungsvorräte Schreie mal gerade nicht aufstocken. gehört? Nein, ich nicht. Alter, das ist richtig pervers, Alter. Jedes Mal wieder, das hört sich hier wirklich an, ey. Ja, das hört sich echt schon. Als wäre das so ein riesen fettes Viech. Also ich wäre jetzt nur für, wenn es wieder Tag ist, dass wir erstmal ein bisschen jagen gehen, ein bisschen Fleisch wiederholen. Ja, unbedingt. Vielleicht die Die Fische, weil vielleicht Folge. sollten wir uns jetzt echt mehr darauf konzentrieren, das Fleisch zu holen. Ja, vielleicht sollten wir erstmal wieder unseren Vorrat aufbunkern und dann geht's weiter mit dem Bauen. Weil ich glaube, jetzt haben wir drei, zwei Folgen mit Bauen bloß, ne? Und jetzt könnten wir mal wirklich raus und survivalen. Ja. Also wirklich ein Aber jetzt bisschen vielleicht nicht in der Fleisch Nacht. holen, vielleicht mal gucken, wo ein See ist. Ne? Ja. Direkt, wenn wir. Ich gehe die ganze Zeit rein raus. Wieso kann ich. Das nervt mich, dass wir jetzt nicht schlafen können. Ja, das ist jetzt vielleicht blöd irgendwie. Warum ist das so? Das ist ganz komisch. So, ich habe jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen Rüstung gemacht. Wie sieht es eigentlich bei mir aus mit der Rüstung? Du hast nur noch an den beiden Armen irgendwas. Und du hast nur an einem Arm was. An beiden Ja. Armen. Ja, genauso viel wie ich. Ganz komisch eigentlich, recht. Ach, apropos. Ja, wenn wir Schaden kassieren, dann geht es natürlich runter. Verlieren wir kein Leben, aber die Rüstung geht halt runter. Ah.
Hallo Vogel. Bedan, bleib da. Ah, ich muss hier reparieren. So. Oh, hier muss ich auch noch reparieren. 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 Oh, Alter, wie viel ist denn der bitte kaputt gegangen? Alter! Was zum Teufel? Wer denn? Alter, die ganze Mauer ist kaputt hier. Ich muss hier ganz. Ich muss hier alles reparieren. Was, die komplette Mauer? Klar, aber da war doch nie jetzt, jemand. So, jetzt ist wieder alles repariert. Alter, war alles kaputt. Das muss ich auch. Hä? Nee, das war nur ein Stein. Was zum Teufel? Vermehrt euch halt endlich, ihr blöden Kanickel. Hasen, was auch immer. Ich glaube irgendwie, dass das nicht funktioniert. Und es könnte eigentlich auch mal wieder regnen. Ja, regnen könnte es wirklich mal wieder, weil so langsam. Und ich wäre dafür, dass man dann draußen auch so zwei so Schalen bauen. Ja. Ja, unbedingt. Also wirklich, dass wir da draußen separat überleben könnten. Ja. Wisst ihr so, falls das wirklich schief läuft. Ja gut, ich glaube, die Nacht können wir echt über. Ja, die können wir echt vergessen. Ich verstehe das nicht. Fast jede Nacht so haben wir irgendwie einen Ablauf irgendwie verändert oder so. Weil da können wir ja nichts machen eigentlich. Wir können nicht großartig raus. Da unten sind drei. Soll ich draußen stehen bleiben? Sollen die kommen, dass wir ein paar Knochen haben? Sollen wir die fertig machen? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz viel das Essen. Ah, dieses kleine Fleischlein da, das hält gar nicht an. Die kommen unsere. Die sind gleich da, die sind gleich da. Ich brauche Hilfe. Drei Stück. Bist du da? Wo bist du? Nee, ich muss erstmal wieder das Essen. Drei Stück. Warte, ich halt jetzt mal. Haben sie mich gesehen. Jetzt gehe ich mal rein und warte auf dich. So, ist schon mal was essen hier. So. Also wenn man isst, bekommt man auch wieder Ausdauer dazu, ne? Das kommt her. Trinken vielleicht nicht, aber. Die sind direkt davor. Ich brauche Hilfe. Ja. Bin da. Wo sind die hin? Komm mit. Da sind sie unten am Strand. Ach da. Alter, die hören sich echt eklig an. Aufpassen, wir müssen aufpassen, nicht, dass wir uns noch selber erwischen. Ja, und vor allem die Zähne. Alter, die ganzen Zähne. Alter, die sind echt groß. Am besten, wir gehen immer zusammen auf einen. Zumindest für sowas. Ja, die sind echt groß. Ich glaube, die sind echt stark gefühlt. Oh, das ist. Oh, shit. Da kommen noch. Sind die jetzt immer noch drei oder? Ja. Okay, einen habe ich. Ich habe auch einen. Einer ist noch. Ich hau noch. Alter, der hat den. Der hat. Der eine hat wohl den gerade wegziehen, die Leiche irgendwie. Der lebt auch noch. Der auch noch. Die hören sich teilweise echt komisch an, ne? So. Voll hoch. So. Ja, irgendwie, naja. Naja, ein paar Knochen wieder. Das ist doch schon mal. Mach an. Mach an die Scheiße. Ja, ja, der Ofen geht schon. Zack. Hey, du warst so schnell als ich. Aber Knochen sind wieder hilfreich. Wo ist die Leiche von dem letzten? Ach, da oben. Was? Wir könnten eigentlich mal so ein Leichenhalter. So. Und geh. Ginrick. Das ist ein Vogel. Nein! Bleib stehen! Scheiße. Warte, ich baue neben dem Lagerfeuer gleich mal so ein Ding, wo man die ganzen Knochen reintun können. Ja, irgendwie. Ja, was 21 aber. Sticks erlebt. Ich würde das nicht bauen, weil irgendwie die Knochen kann man immer wieder aufnehmen und sofort die Rüstung bauen. Da braucht spart man sich die Sticks jetzt. Ja, aber irgendwann haben wir keine Clothes mehr. Ah, da hast du auch wieder recht, ne? Oh, scheiße. Weil ich habe echt schon Probleme mit meinen Dingern. Die ganzen. Das hält ja gar nicht an. Bleibt da. Ich hab dir mal ein paar Knochen übrig gelassen. Oh, danke. Was war das jetzt? Kill jetzt mal die ganzen Vögel, die da mal reinkommen. Ja, jetzt gehen mir die Klamotten auch langsam nach. Also wir müssen jetzt echt mal wieder raus suchen, ein paar Sachen, so wie Koffer und wir müssen echt mal wieder raus. Ne? Hä, wieso ist das jetzt? Hä? Oh, ich friere. Kann das sein, dass es gerade irgendwie eine Stufe runtergegangen ist, das Teil? Ja. What? Hä, was ist das schon? Jetzt? Hä, wieso ist das? Was ist denn das für ein Bug?
Ist ja voll buggy, Alter. Hast du gerade also ich hab dagegen geschlagen, aber ich hab's ja gleich wieder repariert, aber durchs Reparieren irgendwie ist es. Machst du es jetzt ganz kaputt? Ja, natürlich. Mal neu. Okay. Ganz ehrlich, die Scheiße brauchen wir nicht ganz klein. Ja. Ich kann immer noch nicht schlafen, was ist denn das für ein Witz? Aber kurz davor. Ich habe mal zwei kleine Fleischlein reingetan. Na, ist das ganz gut, das gemacht jetzt ganz gut. Eins geht noch eigentlich. Ich hau noch eins rein. Ach, da wäre noch ein Vogel gewesen. Naja, so langsam habe ich Durst. Durst. Ach, ich habe hier noch meinen Zackel. Jawoll. Weißt du eigentlich, wo wir angefangen haben? Ja, ungefähr. Wir haben noch 10 Minuten. Ah, okay. Gott sei Dank. Also ich könnte jetzt, glaube ich, schlafen, ja. Ja, ich auch. Wollen wir oder? Weil jetzt wird es eigentlich eh schon wieder... Ich weiß nicht, ich glaube, es wird gleich... Ja, guck mal, der Mond geht unter. Es wird gleich wieder hell. Komm, das lohnt sich jetzt nicht. Nee. Nicht, dass wir jetzt nächste Nacht wieder die Probleme haben. Vielleicht haben wir mal eine Nacht... Irgendwie haben wir uns mal schlafen gelegt, so um... Ich sag's mal so 5 Uhr nachts oder so und dann sind wir um 3 Uhr nachmittags aufgewacht und darum können wir nachts nicht mehr schlafen. Dass wir irgendwie den Rhythmus durcheinander gebracht haben, ich weiß es nicht. Ich würde fast schon sagen, eigentlich. Könnte man schon langsam wieder anfangen, irgendwie zu bauen. Bauen nicht, wo ich dachte, die Folge wollten wir 10 Minuten noch, 5 Minuten noch unterwegs sein. Oder wollen wir das nächste Folge machen? Das ist jetzt wirklich. Wir können ja mal rausfahren und dort mal planen. Schauen wir mal, was wir da so bauen können. Sollen wir den Scheißtrick weghauen? Ich mag. Der ist zwar ganz cool, aber das Fahren, das macht es ja fast unmöglich, oder? Warte, ich mach. Nee. Ich fahr mal. Ich habe das noch gar nicht erlebt. Pass auf. So schlimm ist es auch nicht, aber wenn man sich daran gewohnt hat, dann geht schon. Ich kann mich nicht bewegen! Halt, stopp! So. Aber so lässt sich das Boot ungefähr auch fahren, das Hausboot. Ach so, ja, gut. Hast du Erfahrung. So, es wird hell. Sehr gut. Da schwimmt ein Lok. Der ganz da hinten liegt noch einer. Ja. Und ich nehme den auf. Noch ein bisschen weiter. Dahinter noch fahren. Da bin ich aus den Augen verloren. Ah, ganz am Rand. Ja, ich wollte gerade sagen. Gott. Du warst gerade ganz am Rand. Ich habe dich schon fliegen sehen. Komm schon. Komm schon, was ist denn jetzt? Das ist voll schwer, da hochzukommen, ne? Ich versuch's mal seitlich. Ach, komm jetzt. Du stehst immer so halb drauf. Genau, jetzt holen wir noch das andere. Jetzt sehe ich wegen dir nichts. Ich sehe das nicht mehr. Ach, da. So, jetzt pass auf. Wo ist es denn? Da, direkt vor uns. Sehr schön, wunderbar. Ja. Vorne. Ach, da haben wir schon eins angefangen. Ja. Vergessen. Au. Ja, gut. Okay, ich lass mal so, da kommen wir eigentlich jederzeit wieder hin. Oh. Sehr gut. Ach komm, du blöder Sack, Alter. Ich glaube, du musst echt so schwungeln wie so ein Delfin und dann. Ui! Lol, das sieht so beschissen aus. Alter, das ist unmöglich. Das kannst du nicht sein. Geh nochmal aufs Los und. Das sieht so beschissen aus. Ah, ich werde gleich panisch. Echt, das ist ja witzlos. Ah, wo ist der Scheiß los? Ja, verdammt. Alter, das ist jetzt nicht der Scheiß Ernst, oder? Ich bin unter dem. Was bin ich denn? Aber nicht. Oh, Gott sei Dank. So. Fertig. Siehst du, es ist Tag. Es ist wirklich jetzt Tag. Ich hätte es nicht gedacht. Ja. Ich glaube, wir können echt während der Nacht nicht schlafen und tagsüber schon, theoretisch. Na, aber gut, dass ich da mal in der Nacht durchgezogen und jetzt. Gut, jetzt brauchen wir mal einen Plan. Was wollen wir denn jetzt überhaupt anstellen? Pass auf. Ich baue jetzt mal eine Treppe. Custom Stairs. Kann ich den... Du kannst hier schon mal so ein bisschen einen Plan hinbasteln, sag ich mal.
Ja, und wenn wir den Plan haben, dann würde ich versuchen, es ist, erstmal ein bisschen den, das zu Plan ist nicht schwer, weil du kannst nichts Weißes an Weißes dran tun. Also nicht so eine Planung an Planung. Es geht so nicht. Warte, ich muss kurz auf das Boot, weil sonst. Das geht leider so nicht. Na Gott, zack. Nicht das Boot bewegen, ich sag's dir bloß. Okay. Wieso ist das jetzt so weit drin denn? Was ist das jetzt? Das geht immer noch nicht. Nee, das geht immer noch nicht. Scheiße. Ja, da brauchen wir eine größere Plattform. Warte, jetzt pass auf. Nein, das wollte ich nicht. Hä? Wie lange gemacht? Also es ist echt schwer, Mann. Es geht nur mit Plattform. Es geht wirklich nur mit Plattform jetzt. Anders geht das nicht. Kannst du also auch keine Wände oder so bauen? Auf den Plattformen dann vielleicht, aber ansonsten. Ja, schau mal, ob du auf den. Das bestimmt. Custom Walls. Ja, das geht. Aber du musst, glaube ich, echt erstmal ein Fundament das errichten, sonst kannst du da nichts Großartiges bauen. Ja, klar, das ist schon mir schon bewusst. Ja, dann machen wir das, oder? Dann haben wir keine andere Wahl. Ja. Aber schau, dass wir dann das, dass wir so eine Plattform auch nicht größer ziehen können. Das finde ich komisch. Ja, wie viele Plattformen machen wir denn da jetzt? Machen wir 6x6 oder sowas? Das muss doch sein, du musst das doch größer ziehen können, das verstehe ich nicht. Nee, das sind halt nur so kleine Plattformen. Machen wir halt mehrere Plattformen nebeneinander, ist ja wurscht. Auch wenn es irgendwie nicht so richtig. Naja. Wieso zum Teufel? Ah, da laufen sie schon wieder. Ja, wenn du auf das Bild guckst, die Plattform, die ist ja auch länger, als hätten die das gezogen. Weißt du, was ich meine? Warte mal kurz. Stimmt, ja, wenn du es sagst. Es geht nicht, ne? Ich krieg's nicht hin. Ne, es geht nicht. Wann wäre es mal ein ordentliches Fundament? Oh nein! Ach, Scheißdreck. Du kommst dann so schwer wieder drauf? Ja, aber so symmetrisch schaut's halt leider nicht aus, ne? Das ist halt. Ja, mei, das ist ja dann eigentlich relativ. Ja, wurscht, wenn. Es ist zwar schon schön, wenn es dann symmetrisch ausschaut, aber. Kann man halt nichts machen. Es ist halt. Ich hab ein bisschen voll verkackt. Ja, die ist ein bisschen. Ne. Schief geworden. Ja, wollen wir jetzt. Ich würde es noch ein bisschen größer machen, oder? Ja, ja, sowieso, sowieso. Nur dein Boot steht. Warte, ich nehm. Also da großes Projekt, ne? Jetzt brauchen wir schon 93 Loks. Kann man wieder schön lang einen Baum fällen, ne? Ja, yeah, Bäume. Ja gut, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass es links unten angezeigt wird, wie viel man noch so braucht. Ja, doch, schon, ist um einiges besser. Da hast du leider Gottes recht. So. Ja, ich würde es erstmal so belassen, oder so? Oder? Ja. Aha, warum fährst du ohne mich? Ach. Aber ich würde jetzt trotzdem eher auf mal auf Jagd gehen, irgendwie oder Fisch fangen und sowas. Warum ist das Hausboot da hinten? Das wundert mich. Hm.
Ich würde ja gerne mal einfach nur schnurstracks ewig weit in die Welt und gucken, wo, was das noch anders ist. Aber wir können ja nicht ewig weit, weil dann müssten wir ein Lager aufschlagen irgendwo. Ja, wir müssten halt. Ne, ich habe halt Angst, dass ich echt sterb und dann ist scheiße. Ja, eben, deswegen müssen wir halt das mit dem Speichern. Da haben wir ja eh schon mal mit den Zuschauern gesprochen, wie das denen es lieber wäre. Speicher mal und dann lauf mal los, oder? Warte, ich trinke erstmal noch ganz kurz was. Oh ja, ich muss essen, gut, dass du sagst. Ach, haben wir ja nicht. Gut, dass ich noch einen Riegel hab. Warte, ich nehme es sicher, jetzt habe ich mal so einen Snack mit. Sag mal, zwei Snacks. Ja, ich habe auch gerade. Zwei Snacks mitnehmen, sicher. Ich nehme auch mal zwei Snacks mit. Oh halt, mit jetzt habe ich fünf Snacks dabei. Ja. Wurscht, vielleicht brauchen wir es ja, wenn wir länger unterwegs sind. So, ich habe zwei Soda und zwei Snacks dabei. Und eine Trinkflasche. So, ich gehe jetzt nochmal. Ah, es regnet, sehr gut. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zu dem Teich hinter und hol mir nochmal meinen Topf mit Wasser. Weil es kann ja auch nicht schaden, das mal zu haben. Oder wollen wir in eine Höhle? Vielleicht finden wir was Schönes in der Höhle. Ja, weil die Höhlen werden halt auch in der Nähe, ne? Ich nehme mal ein paar Sticks, da mache ich mir noch einen Speer, weil ich habe gerade keinen Speer. Ja, ich nehme mir vielleicht auch mal ein paar Sticks mit. Na gut, aber das Hauszeichen wird ja immer schon angezeigt, also wir könnten echt mal ein bisschen weiter weg. Aber da sind voll viele Fische drin, Mann. Ist ja voll geil. Echt Fische drin? Ja, Mann, voll viele, Mann. Die habe ich irgendwie nicht gesehen. Ach, jetzt kann ich einfach mal aus dem Ding da trinken. Nein, mach das nicht. Das musst ihr eben sauber machen, das Wasser. Ja, ja, deswegen. Klar, aber das ging vorhin irgendwie. Warte, aber ein paar Fische lassen wir vielleicht drin. Ja, ja, klar. Ich habe zwei. Wie viele sind noch drin? Ich sehe eins, zwei. Also ich sehe ein. Drei. Ich sehe gerade drei. Einen nehme ich mit. Ich sehe vier. Okay, passt, dann lassen wir die jetzt. Komm. Gut. Die nehmen wir mit. Ah Gott, hier ist noch was. So. Ich lass mal den Speer erstmal ausgerüstet. Das ist. Kann ich denn hier nicht erstmal kaputt machen? Das sind welche. Da ist einer. Dick. Oh, kann nicht essen. Ah, der läuft weg. Weil ich glaube, der ist alleine. Nee, er kommt. Er kommt. Oh, das ist ein bisschen stärker. Er war ein stärker. Sollen wir den gleich mitnehmen, die Leiche, und verbrennen? Ja, wie mitnehmen? Ja, was, also verbrennen? Ins Lager schnell bringen, wir sind ja noch. Nee, komm. Die packen noch. Alter, sind noch. Schön. Ah, ich mach was. Verdammte Scheiße. Alter, das sind voll viele Viecher. Und zum Glück treffe ich sie so gut. Ja, ich depp. Na gut, es war nur Eichhörnchen. Ach, da ist ja nochmal so ein Teich. Cool. Können wir gleich nochmal ein paar Fische rausfischen hier? Ist das nicht dasselbe Teich? Nein. Gut zu wissen, dass das. Nö, nee, stimmt, Tatsache. Ja, dann mach mal Inventory, dann hol ich auch mal einen Speer raus und fisch auch mal ein bisschen. Moment, vorsichtig, ich glaube, den noch einen Fisch hier ein. Einen habe ich. Da, ich finde noch eins, zwei sehe ich noch. Gut, dann lassen wir es lieber auch mal so. Ah ne, warte, 1, 2, 3 sehe ich. Ja, gut, lassen wir es lieber mal. So, wir haben ja auch genug dabei, um ein Lagerfeuer mal so ein kleines zu machen. Jetzt sind wir schon Überlänge, ne? Wollte ich immer so gesagt haben. Ach so, ja jetzt, gut, dann sind wir würde ich mal sagen, wir beenden hier und dann können wir in der nächsten Folge eigentlich ja, mal schön weiterrennen, ne? Ja, also dann, ja. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Bis gleich.